Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, mit Vittorio. Hi, hi. Und, ja, ich habe Perk-Setup dahingehend geändert, dass ich Wildes herausfinden und Flipflop wieder rausgenommen habe. Und, ist der Oni, ne? Ach, jetzt hat er angefangen mit dem Gen. Shit. Ja, der kommt jetzt auf jeden Fall hier rein. Der kommt auf jeden Fall. Was? Warum ist denn das? Komm. Oh. Ach, shit. Hätte ich gar nicht gebraucht. Er ist schön in den Schrank reingegangen, ne? Schön vorbei. Alles klar, komm. Ach, er schon wieder am Gen. Okay, alles klar. Wie gesagt, will es herausfinden, Flipflop habe ich rausgenommen, weil ja, ist in letzter Zeit nicht so oft so häufig vorgekommen. Und wobei ein geiler Moment hatte ich jetzt in den letzten Runden. Und zwar gegen so eine Jägerin. Also da hat mir Willis herausfinden echt im wahrsten Sinne des Wortes den Allerwertesten wirklich gerettet, ne? Vielleicht blende ich es auch mal ein. War eigentlich eine sehr bescheidene Runde. Und deswegen habe ich ihn. Ja. Also es passiert ja oft, dass ich eure Runden Let's Playe. Ne? Und dann, je nach Entwicklung, manchmal sind die auch scheiße, andere gehen raus und so weiter. Dann höre ich manchmal auf einfach. Ne? So, jetzt kommen wir auf den erstmal fertig. Und jetzt boomen wir das Ding hier nochmal. Ah, da komme ich hier hin. Okay, er beschädigt den Gen da hinten. So. Okay. Ach, jetzt hat er das gesehen. Shit. Ja, er macht ihn wieder kaputt, ey. Ey, langsam nehme ich das persönlich, Oni. Jetzt machen wir den Ton. Ah, er kommt nicht, alles klar. Nee, und wie gesagt, da habe ich jetzt Kreis der Heilung wieder reingenommen, damit ich mich selbst heilen kann, plus Sprengfalle. Und nehme momentan auch wieder Taschenlampe mit. Ach, jetzt... Ey, hat er eine Runde gemacht. Ah, die haben die Zeit angehalten. Bestärkung, ne? Nice. Okay. Er geht nicht auf mich. Tunnelt der jetzt, oder was? Ah, dann haben die Bestärkung mit, ne? Bestärkung, ne, wenn jemand am Haken, wenn jemand am Haken hängt, dann kann man mit Bestärkung in die Nähe von ihm und das dann auslösen. Ne, dann läuft die Zeit für den am Haken nicht ab. Zumindest, ich glaube, für 25 bis 30 Sekunden oder sowas ähnliches. Nice, nice, nice. Okay. Was der Killer für Perks mit hat, kann ich bisher gar nicht sagen. Ja, doch, schlampiger Schlacht hat damit, ne? Wie gesagt, dieses Knochensymbol ist halt, ich habe eine schwere Wunde oder wie auch immer man das nennt, ne? Jetzt keine tiefe. Oh nein! Jetzt müssen wir aber gucken, ne? Ich habe zur Not auch Taschenlampe mit. Nur damit bin ich momentan nicht mehr ganz so geübt. Habe ich jetzt schon einige Zeit lang nicht mehr so. Ne, da können wir nichts machen. Nein, nein, nein. Und jetzt? Ah, er legt ab. Shit. Ah.
Ah, da hinten ist auch die Zeit angehalten bei dem. Das sehen wir anhand der weißen Silhouette da hinten, ne? Okay, da ist auch gerade Bestärkung am Start. Das heißt, wir haben ein bisschen Zeit. Den einen kriegt er jetzt, wenn er ihn aufhebt. Kommt immer drauf an, wie nah er am Haken ist. Aber ich glaube, der müsste dann freikommen. Okay, jetzt ist Bestärken abgelaufen. Jetzt muss ich mal ein bisschen los. Jetzt hat er alle drei down, ey. Komm, ich hole erstmal den vom Haken. So, wir müssen jetzt dahin. Der kommt definitiv hier sofort hin. Jo. Der wird jetzt hier angestürmt. Komm, hau ab, hau ab. Also bis gerade war es eigentlich gar nicht schlecht, ne? Wir hatten bis gerade nur zwei Hooks und zwei Gens schon fertig. Jetzt, oh Gott. Jetzt macht er hier den großen Willi. Oh, das wird böse. Ich habe so das Gefühl, die Runde wird böse. Wirst du ihn jetzt da hinten holen? Oh nein, der hat Mori bei. Ja gut, ich wusste es jetzt nicht. Ich habe gerade in der Pause, also im Ladescreen habe ich mir kurz einen Kaffee geholt. Oh. Verfluchtes Totem. Ja, du gehörst mir. Aber wir sind jetzt schon, also ich sehe echt schwarz schon für die Runde, ne? Also es ist echt, echt übel wird es jetzt gerade. Der eine ist jetzt schon tot. Ja, ich glaube, das wird übel. Ich glaube, das wird übel. Oh. So, ein bisschen Speed geben mal. Ah, kam doch nicht, ne? Nein. Er teabagt ihn noch. Okay. Oh. Er hat ansteckende Angst bei. Okay, ansteckende Angst. Jetzt wissen wir zumindest ein Perk vom Killer. Ansteckende Angst ist, wenn wir im Terrorradius sind und er schlägt da jemand down, alle Survivor im Terrorradius, wenn ein anderer down geschlagen wird, dann schreien die auf. Okay, wissen wir zumindest das. Richtig wappnen davor kann man sich nicht, weil man kann ja jetzt die Kollegen nicht einfach meiden oder so. Oder manchmal kommen die auch zu einem hingerannt. Und man rennt ja da nicht einfach weg. Also gibt es da jetzt für uns speziell kein besonderes To-Do, was ich aus dieser Erkenntnis irgendwie... da kommt, ne? Jo. Jetzt doch nur noch ein Gen. Ja, der ist jetzt... Ich weiß jetzt nicht, was für ein Mori mit hat, aber wenn er rotes Mori mit hat, dann ist der jetzt auch tot. Obwohl... Ah, der eine hat bestimmt aufgeschrien. Der eine hat bestimmt aufgeschrien. Deswegen weiß er, dass er hier ist. Sonst wüsste er das ja nicht. Ja. Nur wenn er jetzt ihn down schlägt, dann schreie ich auf. Und da sind wir wieder. Ja, komm, 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 komm. Yes. Nicht mit Vittorio. Nicht mit Vittorio hier. Wolf auf Tankstelle quasi. Nee, nee, komm. Du wolltest ihn schnell downschlagen, ne? Na, ah, er geht nicht auf mich. Okay, ich gehe.
Ja doch, er geht doch auf mich. Ich, das ist passiert. Oh. Machst die kaputt? Nee, mach's nicht. Oh, jetzt habe ich Moment. Ah, das ist ein Momentchen zu lang gezögert, ne? Oh, oh, oh. Ah, warum geht der jetzt so zielstrebig noch da hinten? Ich weiß nicht, ob der Barbecue bei hat. Okay, auf jeden Fall schlampiger Schlachter hat er bei. Ansteckende Angst hat er auch bei, ne? Schlampiger Schlachter ist, dann dauert das Heilen halt länger. Das sieht man auch immer an diesem gebrochenen Knochen da, an diesem Status. Oh, scheiße. Das ist die Frage, moret er ihn jetzt oder nicht? Und wem gehört dieses Totem da? Morit. Oh, oh, oh. Okay, ich weiß jetzt auch nicht, bei welchem Gen der eine jetzt, also der Jake dran war. Ich habe mir den Namen mal gemerkt. Der Jake. So. Auf jeden Fall gehört das Totem Jake. Weil wenn es jetzt nämlich dem, wer ist jetzt gerade eigentlich gestorben? Ich habe es schon vercheckt. Aber wenn es dem gehören würde, dann, wäre es ja jetzt weg. Ich boom das jetzt auch nochmal. Okay, Gott sei Dank waren wir nicht in der Nähe. So. Alles klar. Jetzt lässt er ihn liegen. Warum? Warum? Weil wenn der jetzt... Oh, er hat... Ja. Ja, Mann. Ach, der hat Fluchspielzeug. Ich hab's nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt gehabt. Ach, scheiße. Oh, er konnte sich befreien. Er hat unbeugsam mit, ne? Und konnte sich hochholen. Oh, Mann, ich habe es nicht gecheckt, dass der... Spielzeug. Ne, Fluch, Spielzeug. Killer, hängt euch das erste Mal auf. Dann wird so ein Totem, ein verfluchtes Totem erscheint dann. Und solange das Totem aktiv ist, habt ihr, gehört ihr keinen Killer... Terrorradius und also seid ihr im Status ahnungslos. Das ist gerade passiert. Und ich dachte, ja, komm, abwarten, ob er da jemanden aufhängt jetzt, wegen Barbecue. Scheiße. Jetzt macht er mein Totem. Nicht mein Totem, lass das doch. Gönn mir doch zumindest die Erkenntnis, dass irgendwie von mir etwas bleibt. Aber irgendwie war es trotzdem eine geile Runde. War irgendwie alles bei. Ne? Erst dachte ich, ja, das wird was. Dann Hoffnungslosigkeit. Killerblendung war auch dabei. Eine Überraschung am Ende mit Spielzeug. Ach, schade. Schade, schade, schade. Ja, gut. Na, also er hat das Spielzeug bei. Das ist safe. Ansteckende Angst hat er bei gehabt. Und schlampiger Schlachter. Ne? Ja, ich hoffe, es hat sonst gefallen und Spaß gemacht. Ach, korrupte Intervention. Ja, gut, okay. Das habe ich gar nicht mitbekommen am Anfang. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht und gefallen. Über ein Like, Abo oder Kommentar würde ich mich freuen. Bis zur nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Ciao, euer Malida.